Mitarbeiterin wird in den Arbeitsverträgen eine Klausel vorgelegt, die man unterschreiben soll, dass Urlaub mit dem Lohn abgegolten wird. Das kann man schon machen. Das ist halt einfach nicht rechtlich bindend. Sprich, es ist illegal, Menschen, die arbeiten, Urlaub vorzuenthalten. Denn auch geringfügig Beschäftigte haben Anspruch auf Urlaub, aber nicht bei Walter König. Und wie wir feststellen mussten, ist das bundesweit ja, so ziemlich ein und dasselbe Modell. Im Krankheitsfall, das soll ja durchaus einmal vorkommen, wird man gebeten, seine eingeteilte Schicht zu tauschen. Ansonsten wird auch Minusstunden aufgeschrieben. Und ich frage mich, was ist denn das für ein System? Denn so schlecht kann es Walter König nicht geben. Die haben nämlich gerade gesagt, dass sie eine Corona-Prämie auszahlen wollen. Also sprich, an Geld allein scheint es nicht zu mangeln. Eher andersherum, das ist ein wunderbar lukratives Modell, aber auf dem Rücken von den geringfügig Beschäftigten. Anders ausgedrückt, ein super Geschäft für Walter König auf der einen, sie ein sich selbst finden am unteren Teil der Nahrungskette für die Bergstudierenden. Wir nennen so etwas Ausbeutung und das muss beendet werden.